So, liebe Leute, welcome back in GT6. Ja, wir sind immer noch hier, ihr seht. 18,036, wenn ihr euch an die Folge von gestern erinnern könnt. Ja, es geht hier mit dem Maskencar gestörterweise um die Kurve. ja, knapp vorbei. Es hat nicht ganz gereicht, aber ich habe jetzt einen bestimmten geilen Geist am Start, der mich nochmal um die Kurve bringt. Also, guckt doch mal rein. Ja. In die Geschichte, ich bin immer noch pickery. Ich will das jetzt schaffen. Logo. So, aber mein aktueller Geist, der war ja schon krass unterwegs. Ihr seht, da, wie ich mich schon... Oh, na, oh, ich das schon wieder sehe, wie geil ich mich da um die Kurve gedrückt habe. Mann, los. Es ist so ein bisschen, ich möchte sagen, es hat schon Driftcharakter hier, die Strecke. Insbesondere die Kiste auch. Jo, jetzt bin ich gut rumgekommen, okay. Und hier hinten, das, so muss es nehmen. So, ja, ja, ja. Oh, warum bin ich nicht raus? Ihr habt gesehen, ne? Man kommt da gut rum. Ei. Na los, nochmal los. Hindernis überfahren. Was ist ein Hindernis denn? Meinen eigenen Geist habe ich umgefahren oder was? Ja, komm schon, ich krieg das auf die Kette. Komm schon, da hole ich mir eine Wiederholung an. Ja. Ist egal. Bei jedem habe ich für einen Fehler gemacht. Ja, und? Gut, gib ihm. Komm ich rum? Oh, scheiße, nein. Wieder ein bisschen Angst gekriegt, ne? Ihr seht, also man kriegt dann so ein bisschen Panik, dass man rausfliegt, aber man muss es echt durchziehen. Ich bin so... es macht so Laune. So geil, komm schon. Jetzt geht's um die... Geht's jetzt. Ja, das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich affig hier, was ich jetzt gemacht habe. Ja, schön habe ich mich da gedreht. Ja, komm ich ja. Ich fahre ja hinterher hier. Ich fahre ja, als ob ich der Ding wäre. Safety Car. Ey, ohne Scheiß. So. Komm schon. Bam, bam, bam. Auf geht's. Und rein in die Eisen. Und rum. Ja, du musst doch einlenken, Mann, früher. Ja, wenn man so aus der Kurve geht, ist auch nicht so schlecht. Ihr habt gesehen, mal habe ich ein bisschen mehr Dampf, aber das ist nicht das, was ich will. Ich will da um die Kurve driften. Aber ich kriege jetzt hier unten momentan die erste Kurve nicht auf die Kette. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. So. Nee, ich krieg sie nicht. Warum kriege ich sie nicht? So, jetzt. Jetzt, komm schon. Drück doch raus. Ja. Oh, shit. Mann. Ja. Ich will es jetzt wissen, los. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt 3 Folgen hier noch dran sitzen muss. Ist schon die zweite. Oh, ich krieg die Kurve nicht mehr so schön wie vorhin. Und da hängt auch viel Endgeschwindigkeit dran. So, jetzt drück ihn. Oh, diese scheiß Pylone, ey, ohne Scheiß. Komm jetzt. Leute, ich denke mal, der eine oder andere fiebert schon ein bisschen mit, oder? Also, kann sich ungefähr vorstellen. Nee, jetzt, warum kriege ich denn die erste Kurve nicht mehr? Ich muss mal, glaube ich, Traktion rausmachen, ey, sonst komme ich gar nicht rum. Bremst mich zu sehr aus, der Mist. Ja, okay, ja, war in Ordnung. Und jetzt? Nee, reicht nicht. Reicht nicht, Mann. Also so schnell war der Flo auch nicht. Der war nicht extrem schnell. Jetzt, nach der Runde mache ich mal Traktion aus. Jetzt. Damit ich hier mal um die Kurven komme. Das ist ja furchtbar. Jetzt, okay, das war gut. Jetzt habe ich aber zu... eingelenkt. Ja, komm. Alles in der ersten Kurve rausgeholt und der Rest ist scheiße, oder was? Nee! Reicht! Okay. Aber, oh! Ich weiß nicht, war Flo jetzt schneller? Wo sehe ich das? Wo sehe ich seine Kackzeit? Moment. Ich will es mal probieren. Ah? Kriege ich hier Traktion raus? Nee. Cockpit-Blinkwinkel. Wo sehe ich seine Zeit? Beste Runde?
Komm. Kann ich nochmal, schlage ich nochmal jetzt. Ich habe jetzt viel in der ersten Kurve rausgeholt. Wenn ich das noch ein bisschen besser hinkriege in der nächsten. Ja, genau so. Ja, weiter, 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 weiter. Los, los, los. Scheiße. Das ist geil. War der jetzt hinten dran oder war er... Weil ich habe ja echt Kacke gebaut zum Schluss noch. Der hätte dann noch viel schneller sein können, weil ich die erste Kurve schon so extrem genommen habe. Nun weiß ich halt nicht, voll die Handbremse. Na, komm schon jetzt. Ja gut, jetzt hat man Gold geschafft. Ne, jetzt kann man ein bisschen ausprobieren. Aber ich finde schon geil. Okay, letztes Mal jetzt, Leute. Letztes Mal. Okay, wir gehen dann weiter. Einen Schritt, gucken uns die nächste Sache an. Gold ist ja erreicht. Das sollte ja das Ziel sein. So, und jetzt hier oben. Och, Gottes Willen. Wie komme ich denn hier rein? Ich will nochmal. Letztes Mal, letztes Mal. Jetzt ist das letzte Mal. Ohne Scheiß, Mann. Wie so kleine Kinder, gell? Aber zu herrlich, zu herrlich. So, und rein da, komm, los, komm. Nimm sie. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist gut, dann komme ich hier hinten nämlich schön weit raus und kriege ein bisschen Gas. Ja, 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 ja. Nein, muss ich bremsen. Nee, Schluss, Schluss. Will nicht mehr sein. Ich mache jetzt auch zu viel Mist. Das hat keinen Wert. Gold ist erreicht, das ist wichtig. Ich weiß jetzt leider nicht, wie seine Zeit war. Ich sehe das hier nirgends. Das ist ein bisschen Online-Ranglisten. Sehen wir das hier? Ah, doch, da. Oh ja, guck, da sehe ich es. Guck, ein bisschen besser ist er gefahren. Alles klar, sehr schön. Okay, hier sieht man das. Noch nicht viel, ein bisschen, ne? Nehme ich mir noch mal irgendwann vor. Irgendwann hole ich mir noch. Okay, gucken wir mal die nächste Geschichte. Und zwar... EB4. Ja, mal gespannt. So, was haben wir denn da? 28,5 Sekunden. Ui, wie lange ist? Gucken wir mal die Strecke an, da, wie er fährt. Da lang, da lang, da lang. Hochgeschwindigkeitssektion. Joa, komm, ist gut machbar. Bei sowas bin ich immer nicht recht gut. Hust, hust. Brands Hatch. Auf geht, komm schon. Ich bin sowieso jetzt ein bisschen angefixt bei der Geschichte, weil ich jetzt auch noch einen menschlichen Gegner habe. Dann macht das ungemein mehr Spaß. Hier bei Fahroption könnte ich mir was ausstellen, ne? Oh ja, schön. Machen wir auf 2. Stabilitätskontrolle, ABS, yo. Gucken wir mal. Aber sie ob man fahrbar ist, so, ne? Am Ende ist er gar nicht mehr fahrbar ohne Traktionskontrolle. Weil er mich komplett rausdrückt. Ne, wir schauen mal. Also Traktion bremst schon tierisch. Okay. Was zum Henker? Ich muss erstmal eine Runde fahren. Oh, okay. Boah, das ist ein Aston, oder? Ich kenne die Strecke leider gar nicht. Ich muss erstmal fahren. Da vorne fällt der Flo haut mir schon ab. Aber ohne Traktion. Oh, Leute, ich muss euch sagen, ohne Traktion. Oh, fast nicht machbar. Ich muss einstellen. Ich schaff das nicht. Der muss mich abbremsen, weil das ist echt krass. Ist schon machbar. Komm, auf 5. So. Wir machen es mal in normalen Wettkampfbedingungen. Normale Wettkampfbedingungen. Auferlegt von der FIA. Es ist FIA, ne? Die Formel 1 Association oder so, ne? So. Komm, drück. Er ist noch vor mir. Ja, gut, er kennt die Strecke. Ist kein Problem, ich muss erstmal ein bisschen üben. Ein bisschen reinkommen. Jetzt kommt hier diese wirklich asoziale Kurve. Oh, ist der die gut gefahren? Guck mal da. Der ist ja weit vor mir, der Flo diesmal. Also ich habe fast Gold auf einen Schlag. Aber der war noch eine ganze Ecke weiter weg. Also der hat richtig Gas gegeben. Kann ich auch, Alter. Kann ich auch, mein Freund. Ach, Mist. Ja, so ungefähr, alles klar. Ja, ich bin schon näher dran. Jetzt bin ich schon auf einen Schlag näher dran. Boah, der ist gut. Der hat die richtig, wie er sie komplett perfekt genommen hat, die Kurve da vorne. Na?
Wo ist er? Da ist er. Okay, es ist Gold, aber jetzt, Flo, mein Friend, hast mich wieder herausgefordert. Aber fährt gut, muss man echt sagen. Mein lieber Herr Gesangsverein, der Kerl. Oh, jetzt will ich es aber wissen, ne? Jetzt will er... Jetzt will er es wissen. Jetzt dreht er voll am Rad. Los, auf geht's, komm. Komm, ein bisschen Konzentration. Hier, die hat er so gut genommen. Ah, ich bin noch dran, ne? Jo, ich bin noch dran, aber es reicht nicht. Hier hinten auch noch mal irgendwie gut nehmen. Nee, nee. Durch dieses Schlittern jetzt kommt da gar nichts bei rum. Ja, Gold ist jetzt irgendwie kein Problem mehr, aber... Ah, shit. Echt brutal, ey. Ah, Mist. Verbremst ohne Ende. Ist auch wieder so eine Kiste, die sich eigentlich fast alleine um die Kurven drückt. Wieder. Was mache ich denn jetzt? Ich Idiot. Pass mal auf, ich versuche jetzt mal was ganz, ganz Krasses. Ich probiere es halt mal. Ich glaube, die kann man fast ohne Kompromisse nehmen. Ja. Ah, und dann drehe ich mich raus. Ja, okay. Jetzt bin ich ein bisschen weit hinten dran. Nee, so wird das nix. So wird das nie was. Ich glaube, ich muss langsam mich geschlagen geben gegen Flo. Er hat da nochmal ein bisschen mehr Dampf. Und vor allem, er hat es wahrscheinlich jetzt auch nicht 20 Mal wiederholt, um noch eine bessere Zeit rauszuholen. Sondern er macht das hier direkt. Jetzt mache ich ja nur noch Mist. Naja, er hat da gleich mal richtig Gas gegeben. Flo, mein Bester. Ein Hardliner vom Herrn. Okay, mein Geist habe ich. Das ist nicht schlecht. Ich komme hier nicht rum. So wie er da gefahren ist, komme ich nicht rum. Die erste Kurve, das ist so eine richtig gutmütige. Die kann man sauspät bremsen. Natürlich aber auch nicht zu spät, ne? Also auf der Straße soll man auch bleiben. Nur so als Randinformation. Komm schon, mal Konzentration. Das war gut. Das war richtig gut. Das würde ich gerne mal wissen, wie er die nimmt hier. Da bin ich. Erstmal verbremse ich mich total. Jedes Mal. Und der nimmt die da so überragend, weil er auch sogar noch auf dem Bremsstreifen da, ne? Langheizt. Guck mal. Hinten gut gebremst, vorne gut rausbeschleunigt. Ja, jetzt bin ich auch so ungefähr auf dem Niveau. Auf dem Niveau bin ich jetzt. Theoretisch hätte ich jetzt Windschatten. Scheiße. Ja, die letzte darf man echt nicht. Die letzte ist eigentlich die schlimmste von allen. Die erste geht gut. So, die erste geht überragend. Jetzt habe ich die. Die wüsste ich ganz gerne mal, wie er die nimmt. So ungefähr, ne, mein Freund? So ungefähr. Da habe ich ihn doch. Guck mal, da ist er doch. Ich komme da. Oh, jetzt B. Warum bin ich denn da so schnell? Der ist ja auch so schnell. Wie bremst denn der da an? Ja, ich bin auch zu tief unten gewesen. Ich muss die auch von oben weiternehmen. So, wie macht er die denn hier? Irgendwie so, ne? Ne, ah, ich bin zu weit raus, oder? Yo. Ich bin zu weit rausgefahren. Die hätte ich jetzt gut gekriegt. Aber ihr habt's ja gesehen. Ihr habt's ja auch gesehen. Ihr verfolgt's ja mit. Ihr seht's ja live. Mein Desaster hier.
Nee. Das, was jetzt gefehlt hat, jetzt habe ich zu wenig gebremst. Und dann komme ich nicht mehr rum. Was für ein Shit. Ah, jetzt mache ich nur noch Mist. Ich habe jetzt... Jetzt bin ich gerade im Gedanken ganz woanders gewesen. Jetzt, dann wird das gar nichts mehr. So, letzter Versuch jetzt. Da muss ich mich mal wieder geschlagen geben. Aber ich komme zumindest mal ein Stückchen voran. Stell dir mal vor, wir würden jetzt hier eine Stunde sitzen und ihr verfolgt dann, ob ich das schaffe oder nicht schaffe. Das wäre ja Wahnsinn. Das war jetzt perfekt. Das war jetzt so schnell. Jetzt muss ich sie hier oben mal nehmen. Ordentlich hier oben. Genau hier. Ach, scheiße. Die erste und die zweite waren super. Und die dritte dann jetzt hier oben, das war wieder Mist, ey. Ohne Ende. So, einmal Ruhe. Im Puff. Konzentration auf dem Strich. Mann. Ach, wieder. Ich hab da oben, ich verkack jetzt immer zu, weil ich einfach, weil ich einfach scheiße bin. Wir gehen weiter, Flo. Mal wieder Congratulations, einfach überragend. Was bin ich gefahren? Online-Ranglisten, gucken wir mal. 2 Millisekunden ist der sogar noch schneller. 27,97. Der hat auch sich da zumindest die Trophäe verdient, ja, absolut. Also, Respekt. Meine Fresse, okay. Wir gehen noch ein Stückchen weiter, würde ich sagen. Was haben wir denn noch offen? Was ist denn noch offen? Oh, nur noch eins. Lizenzabschnitt, diese. Ja, nehmen wir in die nächste Folge rein, würde ich sagen. Und dann mal gucken, wenn das ein bisschen länger dauert. Ich glaube, das sind meistens die letzte. Das ist immer so eine extrem lange Runde, ne? Ah, ne, 31 Sekunden. Mit dem Impreza-Sedan. Alles klar, den wollte ich mir nochmal vorstellen. Macht's gut, liebe Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.